Jetzt fängt der Albtraum erst an, mein Kleiner. Nehmen wir einmal an, die Teilchen haben sich in seinem Organsystem integriert. Dann ist der Grund für seine Schwäche der, dass die Teilchen versuchen, ihren Hunger nach Energie zu stillen. Josh? Dad. Zum Überleben brauchen die Teilchen transphysische Energie. Ich wäre soweit. Festhalten, Amigo. Außerdem kann Josh McGrath nicht rund um den Globus Terroristen bekämpfen und nebenbei noch erwarten, ein normales Leben führen zu können. Dann verschwindet Josh McGrath von der Bildfläche und es erscheint Max Steel. Turbo-Modus! Das machen wir alle, Max Steel! Wie auch hier, so drücken sich Jack Londons Charaktere immer wieder im Detail aus. Der Boxer sucht verzweifelt nach einem Stück Fleisch. Beides definiert ihn und macht ihn in hohem Maße menschlich. Wenn man Londons Bücher aufmacht, hey, wach auf, Amigo, die Pflicht ruft. Dann wird einem nur schwerlich entgehen, welche gerade so interessant wurde. Dieser Mann mit sich bringt. Augenblick mal, sind Sie das, McGrath? Ja, Dr. Gera, ich bin's. Es scheint mir misslungen zu sein, Ihr Interesse zu wecken. Nein, es ist nur mein Magen. Ich muss mal, Sie wissen schon, raus. Sie sind ziemlich oft krank in diesem Semester. Ja, ich war schon immer ein zartes Wesen. Ich dachte, du wolltest deine Selbstverteidigung trainieren. Tu ich doch. Das hier ist Judo-Vollstrecker 3000. Ich sehe schon. Und wer gewinnt? Haha, ich gewinne. War doch klar. Was soll das jetzt wieder heißen? So wie du kämpfst, so spielst du. Und dabei versuchst du immer wieder, deinen Gegner mit roher Kraft zu überwältigen. Anstatt seine eigene Kraft gegen ihn zu lenken. Haha, ja! Kommt nur, weil du mich abgelenkt hast. Jetzt hör mal zu, Mero hat uns nicht ohne Grund nach Ägypten geschickt. Ungewöhnlich starke Energie nahe der großen Pyramide. Ich habe den Bericht gelesen. Und bist du vorbereitet? Ich weiß, dass du in letzter Zeit selten trainiert hast. Du verlässt dich mehr und mehr auf deine Nanotech-Kräfte. Ach, die haben dir auch schon oft geholfen. Hört mal, seit eurem Küsschen neulich kriegt ihr zwei euch dauernd in die Wolle. Wir sollten das regeln wie... Da gibt's nichts zu regeln. Absurd. Tja, ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Wieso kommen wir nie irgendwo hin, wo ich was für die Uni lernen kann? Wie den Yukon. Wäre mir zu ungemütlich. Dr. Mayorkas? Ja? Ich bin Rachel Leeds. Das ist Max Steel. Ah, meine neuen Gräber. Willkommen. Es ist uns eine Ehre, Doktor. Kommen Sie, ich werde Ihnen gleich alles zeigen. Die Ausgrabungen begannen in der Nähe der bereits bekannten Grabstätten. Aber die Kammer, die wir jetzt entdeckt haben, liegt direkt unter der Pyramide. Wir gehen natürlich mit äußerster Sorgfalt vor. Das müssen wir, denn Irrwege und Fallgruben sind keine Seltenheit. Immer wieder gibt es geheime Mechanismen. Der Fluch von Khufu liegt auf ihr. Kommen Sie, Gali, ich werde Sie wieder ins Bett bringen. Hört auf meine Worte! Weil man die Schätze des Pharao Khufu bis heute nicht gefunden hat, kursieren hier seit Jahrhunderten die verrücktesten Legenden. Das macht unsere Arbeit noch interessanter. Stattliche Ausrüstung, wenn ich so sagen darf. Eine erfahrene Archäologin wie Sie weiß sicher, dass man für eine Ausgrabung heutzutage mehr braucht als eine Schaufel und ein Pinselset. Natürlich. Von wegen vorbereitet. Komm schon. Laura? Hi, hier ist Josh. Hör zu, es tut mir leid, aber mein Dad, er wollte, dass ich im Büro helfe. Super wichtig. Ich versuche morgen. Es zeigt einen Klasse 4 Wärmeverlust an. Da geht's weiter.
Hier mache ich meine nächste Halloween-Party. Oh. Mich brauchst du zu deiner Party nicht einzuladen. Kann ich verstehen. Da hat mich was gebissen. Da ist aber nichts zu sehen. Alles im grünen Bereich. Oh, großartig. Bitte einsteigen und anschnallen. Hey. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Dann mach aber schnell. Was hast du vor? Einmal Turbo, bitte. Komm schon, Atlas. An die Arbeit. Wer ist da? Dr. Mayorkas? Was ist passiert? Sind Sie verletzt? Ich komme mir so dumm vor. Ich habe mich heute Nachmittag mit Gali unterhalten. Seine Geschichte deckt sich mit den Legenden und ich wollte nicht warten, bis die Ausgrabungen weitergehen. Ich weiß, es klingt irgendwie widersprüchlich, aber dann habe ich Sachen gehört. Sachen gesehen. Irgendjemand oder irgendetwas ist hier unten und beobachtet mich. Wie sind Sie an diesen Todesfallen vorbeigekommen? Ich nehme an, genauso wie Sie. Ich habe die Hieroglyphen gelesen. Ach ja, ja sicher. Da wir schon hier sind, wir dürfen uns sicher mal umsehen, oder? Wenn es sein muss. Aber schnell, bitte. Dr. Mayorkas! Sie ist verschwunden. Gali hatte recht, es ist der Fluch von Khufu. Sagen Sie, Miss Leeds, wie soll man sich denn auf sowas vorbereiten? Und dass dir die Sache am Ende entgleitet, fürchtest du nicht? Wieso? Man will doch auch seinen Spaß haben. Und dein eigentlicher Auftrag. Nur keine Sorge, John. Die Operation Mega-Chaos geht planmäßig voran, auf die Sekunde. Ausgezeichnet, Dragonman. Und gibt es was Neues von Mr. Steel? Ich gehe davon aus, dass Max so langsam anfängt, unter dem hiesigen Klima zu leiden. Irgendwas nicht in Ordnung. Meinst du mich oder die lieben Tierchen? Nein, Max, Rachel hat recht. Deine Energielevel sacken langsam ab. Mag sein, aber wir haben jetzt keine Zeit für irgendeinen Test. Schnell, komm! Kann sein, dass du Fieber hast? Ich bin okay. Bist du nicht, Amigo? Dein Level ist auf Null und deine Bio-Werte sind normal. Berto sagt, es ist alles normal. Ich meinte absolut normal. Du bist ein Mensch. Normaler könnte es gar nicht sein. Was will ich von ihm selbst hören? Du musst zurück zum Flugzeug, sofort. Jawohl, Sir, aber vorher suchen wir noch Dr. Mayorkas. Und wenn sie nun Teil der Vorstellung war? Vorstellung? Haben wir nicht eben eine echte Mumie gesehen? Das bezweifle ich. Seit wann haben alte ägyptische Todesgötter Kiefer, die Klong machen, wenn man zuschlägt? Das ist doch ganz klassisches Scooby-Doo. Scooby was? Oh, deine Ignoranz ist beängstigend. Wenn die Bösen was verbergen wollen, machen sie sich die lokalen Horrorgeschichten zunutze, um die Schnüffler zu verjagen. Das ist Scooby-Doo-mäßig. Wir setzen den Unterricht später fort.
Langsam wird's lästig. Turbo-Modo! Max, tu das nicht! Irgendwas greift die Max-Teilchen in deinem Körper an. Max, hörst du mich? Max! Na, was ist, Spitzohr? Hast du noch was anderes drauf? Was hältst du von dem Tapetenwechsel? Ich würde sagen, das ist ganz schön Scooby-Doo-mäßig. Du bist Zeuge, Bruder. Rachel Leeds hat mir recht gegeben. Berto? Mein Dio-Link ist ausgefallen. Seid willkommen, Dr. Major Kass, wie ich vermute. Hallo, Max. Ich nehme an, du fühlst dich ein wenig geschwächt. Na klar, weil du eine Injektion mit Red-Teilchen bekommen hast. Ja, und jetzt? Verbreiten sie sich in deinem Körper und vernichten dabei die Max-Teilchen. Aber reden wir doch über was Erfreuliches. Operation Mega-Chaos. Der Mittlere Osten ist seit jeher ein Krisengebiet. Unsere Raketen explodieren, die Länder beschuldigen sich gegenseitig. Und John Dredd gewinnt mehr und mehr an Einfluss. Wenn wir uns nicht zurückmelden, wird Entek hier mit der Kavallerie anrücken. Oh je, dann sollte ich mich wohl beeilen. Den Countdown einleiten, sofort. In Ordnung. Startsequenz aktiviert. Abschuss in exakt 10 Minuten. Diese Dread-Teilchen vermehren sich atemberaubend schnell. Natürlich wäre es denkbar, dass, nachdem sie all deine Max-Teilchen neutralisiert haben, sie sich dann auch an deinen Organsystemen vergreifen. Doch Mr. Dread sagt, es wäre ein akzeptables Risiko. Findest du das auch? Für die Wissenschaft tue ich alles. Dr. Martinez, oder täusche ich mich? Bring ihn her. Max! Los ins medizinische Labor mit ihm. Wir wollen seine letzten Minuten dokumentieren. Ich will bei ihm bleiben. Ist es nicht herzzerreißend? Werft sie unterwegs in den Bau. Komm schon, du Kröte. Unser Literaturprofessor ist schrecklicher als du. Ah, ich schätze, da habe ich die eigene Kraft meines Gegners gegen ihn gelenkt. Sieh mal einer an. Er ist ja doch lernfähig. Und, wie fühlst du dich? Menschlich. Ich hasse das. Du Wahnsinniger! Hey, alle für einen, oder? Die Wirkung dieser Schockscheiben hält nicht mehr lange an. Du musst das hier trinken. Ich wette, das ist keine warme Milch. Eine Nährlösung mit konzentrierten Max-Teilchen. Reines Gift für jeden normalen Menschen, aber in deinem Falle sollte es die bösen Geister vertreiben. Wo ist Dr. Martinez? Schnappt sie euch! Ja.
Countdown ist nicht mehr zu stoppen. Wir müssen die Raketen in die Luft jagen, bevor sie starten. Hier wird's gleich wirklich hässlich drin aussehen. Steig lieber aus, Rage. Da drin könnte es warm werden. Nicht wie raus hier. Seht mal! Na, macht schon! Und was ist mit dir? Ich improvisiere! Brauchst du irgendwas? Ich habe ziemlich wenig transphysische Energie, aber für den Fall, dass ich's vergesse, ich wollte dir noch danken für alles, was du mir bisher beigebracht hast. Oh, von dir habe ich auch schon so manches gelernt. Und vielleicht sollten wir auch über den... Das hatte nichts zu bedeuten. Doch, Rachel, es hatte definitiv etwas zu bedeuten. Aber es war ein Fehler. Das ganze Team leidet darunter. Und ich muss endlich wieder mit Laura ins Reine kommen. Ruh dich erstmal aus. Partner. Herein. Sir, ich übernehme die volle Verantwortung für das Fehlschlagen unserer Operation. Du solltest nicht so streng mit dir sein. Die große Pyramide wurde schließlich entweiht und die Explosion dürfte sämtliche Spuren, die auf uns hinweisen könnten, ausgelöscht haben. Unruhen werden die Folge sein, genau wie geplant. Darüber hinaus, denke ich, war unser Test mit den Dread-Teilchen doch wohl ein großer Erfolg. Ein paar Verbesserungen können gewiss nicht schaden. Aber ich bin überzeugt davon, dass unser ultimativer Sieg in naher Zukunft liegt.